wanna know who I do it for. Bitch, I do it for my I suicide by my city. That means when I blow up, I'm taking all of you with me. My first name ain't Byron, but I'm the only one left, which means I'ma do it till I die in my death. Yo Leute, was geht ab? Und heute gibt's mal wieder eine kleine Sun-Zerstören-Mob, und es ist natürlich auch ein Gameplay, also eine Sun-Zerstören-Mob, die natürlich auch schon wieder 6, 7, 8 Monate alt ist, also hier mit der UMP mit Schalldämpfer. Ich glaube, ich habe noch keine Magazin-Erweiterung drauf. Es war auf meinem zweiten Account XChillerX, auf meinem Abonnenten-Account, mit dem ihr natürlich immer mit mir spielen könnt. Und ja, wie gesagt, ich werde immer mal wieder meine Freundesliste löschen, aber ich glaube, ab jetzt werde ich das so machen, dass ich nicht mehr ein Video hochlade dazu, dass ich es lösche, sondern das auf Facebook poste, und dann eben die ersten, die mich adden, werden natürlich dann einen Monat, und ich glaube, ich werde es dann mal ein bisschen länger machen, dass ihr mal so ein halbes Jahr oder so auf der Freundesliste seid, weil es dauert wirklich ziemlich lange, die ganze zu löschen und so. Also auf jeden Fall, wenn ihr mich adden wollt auf der PS3, vielleicht werde ich mir jetzt doch eine Xbox holen. Nein, ich weiß es nicht. Mal gucken. Wenn, dann auf jeden Fall nur mit Chris zusammen. Alleine werde ich das nicht machen. Mit Christoph, sorry. Christoph, für dich, Schatz. Und liked mich auf Facebook oder fügt mich als Freund hinzu. Ich habe ein ganz normales Profil und eine Like-Page. Habe ich mir einfach mal beides gemacht, und ich werde es auch auf Twitter schreiben. Also falls ihr Twitter habt, könnt ihr mir da natürlich auch folgen. Da werde ich in Zukunft auch ein bisschen aktiver sein. Und ja, hier die erste Runde ist schon verloren. Ist eigentlich ziemlich cool. Ne, die ersten zwei. Die erste habe ich rausgeschnitten, weil wir da ziemlich verkackt haben, glaube ich. Und wir wollten es natürlich auch so wieder machen, dass wir drei Runden oder so verlieren, dass wir unendlich viel Zeit haben. Was ist unendlich, aber auf jeden Fall mehr Zeit haben, meine 24 Kills zusammen zu bekommen. Und ja, kurz eine Taktik von dem Gameplay, die Taktik hier. Die Taktik war einfach, wir hatten keine Taktik. Also ich bin einfach vorgerannt von einem Teammates mit Schildern weg. Die sagten die ganze Zeit so, komm zurück, du darfst nicht so weit reinrennen, du darfst nicht ins Spawn und so. Und zu den FMGs, wirklich, das Gameplay ist ewig alt. Damals habe ich sie noch benutzt, da weiß nicht, was mich da überfahren hat, ey. Keine Ahnung, Mann. Damals fand ich die noch ganz in Ordnung. Und noch nicht so krass irgendwie, aber ja, ihr wisst, ich benutze sie schon lange nicht mehr. Und ja, also ich bin hier immer von Teammates weggelaufen, und das Ende ist ein bisschen komisch, ein bisschen schade. Also da mussten wir ohne Witz lachen, dass wir sowas dann noch, ihr werdet sehen. Und wo war ich jetzt? Adden, genau, Facebook und Twitter. Da werde ich auf jeden Fall ziemlich viel in nächster Zeit machen, also aktiver werden, euch auch Sachen fragen, was ich in den nächsten Commentary besprechen kann. Also könnt ihr auf jeden Fall mal liken und so, und dann könnt ihr natürlich auch mit mir schreiben und so. Keine Ahnung, was ich jetzt hier versucht zu sagen. Und ja, ich werde auch weiter in Open Lobbys machen, auf meinem iChiller-Account hauptsächlich, ist ja mein Open Lobby-Account. Und da habe ich mir überlegt, dass ich auch vielleicht mal eine World at War oder eine COD4 Open Lobby mache, weil das, also wäre doch richtig nice, vor allem in COD4 ist was richtig cooles. Also da gibt es diesen, ich glaube, Original Mode, nee, keine Ahnung, dieses, der eine Freefall Modus, den man da spielen kann, den man irgendwie, der so ein bisschen wie Halo ist, ohne Witz. Ja, okay, es ist eigentlich ziemlich Halo halt, ein bisschen abgeguckt, aber das war natürlich Absicht, ne? Also ist jetzt nicht irgendwie Fake oder so, keine Ahnung. Und zwar ist es so, da hat man ganz normal eine Waffe, vielleicht werde ich davon auch mal ein Gameplay erspielen und hochladen, aber ich glaube, den Spielmodus spielen eigentlich ziemlich wenige, und wenn, dann sogar noch Hacker. Also, ich weiß nicht, ob man da noch eine gute Lobby finden kann. Auf jeden Fall läuft man da rum, kann ein bisschen höher springen. Ich glaube, hat mehr Schüsse im Magazin, man hält mehr aus, hat mehr Leben. Man kann aus der Map rausspringen. Also, wenn man irgendwo auf einem Spot, da kenne ich ein paar, habe ich ein paar schon mal ausprobiert, Just for Fun, kann man aus der Map rausspringen. Also, das ist schon ganz lustig. Und allgemein ein bisschen höher springen. Dann eben so Zombies spielen, dass ein Team nur messen kann und das andere eben ganz normal, ja, mit Waffen und so. Also ich werde nicht nur Open Lobbys in MW3 und so machen, auch in Black Ops mal wieder, ja, wollte ich ja schon länger mal machen. Und ich muss jetzt nochmal kurz was zu Open Lobbys sagen. Also ich mache das, weil es mir Spaß macht. Ich mache nicht, weil mich irgendjemand dazu zwingt oder so. Ich mache das, weil mir Spaß macht, mit euch zu spielen. Genauso wie ich den XChillerX-Account habe. Ich muss den nicht haben. Und dann, wenn in der Open Lobby dann irgend so jemand reinkommt, der meint, irgendwie alle zu verarschen zu müssen oder so. Also meistens sind es dann Leute, die mich eben nicht kennen und so, und dann irgendwie meinen, ja, du bist voll der Spaß, die ganze Zeit jeden so zu beleidigen. Oder wenn wir zum Beispiel eine Snipe-Lobby haben oder, ja, zum Beispiel Trickshotten XXHD, ho, und dann jemand meint mit Noob-Tube, One-Man-Army und so da rumzulaufen, das kann dann natürlich scheiße sein, ne, also
Das kann dann natürlich schon aufregen. Ich meine, kann auch lustig sein, aber meistens regt es dann schon auf. Und wenn ihr mit mir dann in der Open Lobby mal seid, dann bitte macht nicht irgendeinen Scheiß. Zum Beispiel, wenn wir, keine Ahnung, ja, eben wie gesagt, nicht so einen Scheiß mit One-Man-Army zum Beispiel. Und seid einfach cool drauf. Ein Headset ist natürlich immer von Vorteil, genauso wie wenn man online zusammen spielt. Ja, in Black Ops 2 werde ich auch viele Open Lobbys machen. Vor allem am Anfang, um mal das Spiel so ein bisschen kennenzulernen, die Maps und so. Und ja, ich denke, das wird recht nice. Ja, dann noch was. Mich haben wirklich ziemlich viele angeschrieben, dass ich richtig viele Faker jetzt habe auf der PS3. Mich hat ein Chiller-Killer geaddet, ein Chiller-5-Killer, ein Chiller-3-Killer. Dann einer Chili-4-Killi. Was gab's noch? Chiller, der Killer. Keine Ahnung, ziemlich viel. Ja, einerseits finde ich es lustig. Ich hab sogar schon Faker auf der Xbox. Also einerseits finde ich es lustig. Ich meine, irgendwie, ja, kann man schon mit Humor nehmen, ne? Aber nur solange ihr euch nicht für mich ausgibt. Das heißt, wenn ihr gefragt werdet, ja, bist du der Echte? Die Frage ist sowieso voll behindert, ey. Das habe ich mir schon übelst oft so überlegt. Warum fragt ihr mich? Zum Beispiel, ich treffe jetzt Commander Krieger in der Lobby. Ich frage: Hey, bist du der Echte? Würde ein Faker sagen: Nee, bin ich nicht, ich bin Faker. Meistens, oder wenn ich gefragt werde, bist du der von YouTube, dann antworte ich halt sowas Dummes wie, nee, der von MyVideo oder der von von Clipfish oder so. Und dann kommt wieder sowas, so eine dumme Antwort, manchmal, du bist ja voll arrogant, ich dachte, du wärst voll cool oder so. Ja, das, keine Ahnung, verstehe ich dann irgendwie auch nicht. Auf jeden Fall, wo war ich? Genau, Faker. Also irgendwie finde ich es auch lustig, aber so, ja, tut halt nicht so, als ob ihr ich seid und so. Ja, sonst ist das, naja, macht euch jetzt nicht extra solche Accounts. Ich kann es irgendwie, ich weiß nicht. Also, ich finde es jetzt nicht so scheiße, aber irgendwie gut heiße ich es auf jeden Fall auch nicht. Und nochmal zum Gastcommentaries. Ich habe das in einem Commentary schon vor längerer Zeit, vor, ich glaube, 3, 4, 5 Monaten angesprochen. Es waren 20 zu 0, alles oder nichts, glaube ich. Es war am ersten Tag, wo der Spielmodus rausgekommen ist. Ich weiß nicht, warum ich das noch weiß. Auf jeden Fall habe ich da so gesagt, dass ich eben keine Gastcommentaries mehr hochlade. Und auch, ja, eben keine Gastcommentaries mehr hochlade. Ich habe davor einige hochgeladen. Und dann habe ich das eben, mache ich das ab jetzt eben so, wenn ich jemanden will, also ich mache so ein bisschen wie der Max FPS, der bei mir was hochlädt, also den ich unterstützen will, dann frage ich ihn, ob er ein Duel mit mir macht oder vielleicht auch mal, wenn er irgendwie eine besondere Serie hat auf seinem Kanal, die er immer alleine macht, dann frage ich ihn auch mal, ob er so ein Gastcommentary bei mir machen will. Aber bitte schreibt mich nicht an, ob ihr ein Gastcommentary bei mir machen wollt, weil das will ich einfach nicht mehr. Das kommt einfach scheiße, wirklich. Das hat eigentlich jeder gemerkt, der das mal gemacht hat. Iceman hat es gemacht. Dann Friseur, nee, nicht Friseur, nee, Puster hat's gemacht und so. Und nach einer Zeit, wenn man das eine lange Zeit lang macht, dann, ja, merkt man das schon, dass es den Abonnenten irgendwann auf den Sack geht. Bei so Kanälen wie zum Beispiel, warte, wie hieß der? COD-Kommentatoren, genau. COD-Kommentatoren, das ist natürlich ein Community-Channel, wo es nur um Commentaries geht. Da ist es natürlich gut, aber so bei ganz normalen Commentary-Channel. Channel, die das alleine machen, ja, finde ich das jetzt irgendwie nicht so gut, wenn dann jedes zweite Video nur noch ein Gast-Commentary ist. Und das ist auch noch sowas. Natürlich schreiben dann manche Abonnenten in die Kommentare, egal bei wem, mach solche Videos nicht, ich mag die nicht oder so. Aber Leute, schaut mal in den Titel. Ich meine, ich kann euch verstehen, wenn ihr es nicht mögt, dass eure Subbox irgendwie mit Videos zugespammt wird, die ihr nicht mögt, also die ihr nicht anschauen wollt. Aber ich meine, irgendwie müsst ihr das doch auch verstehen. Ich meine, jeder YouTuber macht die Videos, auf die man eben Bock hat. Und wenn dann jemand zum Beispiel eine Montage hochlädt und du sagst, du meinst für dich selber: Ja, ich mag keine Montagen, mach bitte was anderes. Dann entweder deabonniert denjenigen oder schaust dem nicht an. Ich meine, steht ja im Titel alles, also da müsst ihr ja nicht draufklicken unbedingt. Also irgendwie muss man das ja schon verstehen, würde ich sagen. Und ja, also das Gameplay ist jetzt hier fast zu Ende. Ich glaube, das ist die letzte Runde. Und hier, warte, ich habe das Gameplay schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, hier kill ich noch ein paar. Und ich glaube, der letzte. Oh, was mich noch so aufregt, ey, ohne Witz, mein PC, der leckt rum. Ich kann nicht mal in so einer jetzt die scheiß Vorschau hier sehen. Ich habe da irgendwie 0,1 Frames per Second. Das heißt, jede 10 Sekunden mal wieder ein neues Bild. Also, so richtig genau sehen weiß ich jetzt. Blub. Punkt. Ja, hier habe ich die Moab und genau, jetzt kann ich mich wieder erinnern. Ich wollte hier nicht reinkommen, dass ich nächste Runde eben die volle 6 Kills bekomme. Und jetzt passiert hier gleich was ziemlich, ja, ärgerliches. Ja, ich werde hier gekillt und wir verlieren das Spiel. Obwohl ich 26 zu 0 hatte, also, oder 25, keine Ahnung.
Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich bitter. Ich meine, wenn man sowas macht und dann auch noch verliert, ja, ist das wirklich, das ist echt ziemlich arm. Also, weiß auch nicht, habe ich mich schon ziemlich dafür geschämt. Und ja, wenn euch das Commentary gefallen hat, dann gebt mir doch ein Like. Oder wenn ihr, wenn es euch nicht gefallen hat, dann disliked das Video, schreibt vielleicht einen Kommentar, gebt mir Feedback. Freue ich mich immer drüber. Und ja, wie gesagt, schaut auf Facebook vorbei, wenn ihr mit mir in Kontakt kommen wollt. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.